Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar DAX Trading für Vielbeschäftigte. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat begrüßen. Das Webinar ist natürlich mit Thomas Hartmann pünktlich um 8:45 am Morgen. Ich bin gespannt, was der Thomas uns heute mitgebracht hat, was er uns zeigen wird. Ich hoffe, Sie auch. Und bevor ich an den Thomas tatsächlich den Bildschirm übergebe, will ich gar nicht lang drum rumreden und direkt einmal zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, es ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, das ist ganz wichtig zu sagen. Egal, was der Thomas gleich handeln sollte oder zeigen sollte, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und am Ende ist es natürlich immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Ja, das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Gut, das wäre es auch eigentlich schon von mir. Thomas, ich bin gespannt. Darf ich dir den Bildschirm geben? Ja, bitte, darfst Ja, du. okay, alles klar. So, zack, zack. Da hast du den Bildschirm. Wenn irgendwas sein sollte, sag einfach Bescheid. Ich bin ja im Hintergrund. Okay? Ja, so machen wir es. Perfekt. So, Sie sehen jetzt hoffentlich meinen Bildschirm. Erstmal nochmal in die Runde recht herzlichen guten Morgen. Es ist wieder Zeit. FX Flat, DAX Trading für Vielbeschäftigte unter meiner Regie. Florian hat es schon gesagt, ich möchte nicht wieder hören, ich habe 300 Euro wegen dir verloren. Ja, also alles, was wir hier tun, ist in dem Sinne ihr Risiko natürlich. Das wissen Sie aber selbst. Und von daher, wir versuchen hier natürlich zu Schulungszwecken das Bestmögliche rauszuholen, was uns halt eben der DAX bietet. Und ich möchte auch gar nicht lange drum rumreden, so wie der Florian jetzt in dem Sinne ganz sich kurz gehalten hat. Ich zeige Ihnen kurz meine Webseite hartmann-kapital.de. Da finden Sie ganz viele Informationen. Sie finden sogar meine Geschichte. Ist auch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Bild und Ton ist gut. Genau, auch wichtig. Ich gucke immer, also ich gucke fast mehr in den Chat als auf den DAX, weil ich einfach mit Ihnen in einem Dialog stehen möchte und keine Lust habe, hier einfach vor mich hin zu reden. Das kann ich auch so machen, wenn Sie nicht da sind. Von daher freue ich mich. Bitte immer Fragen stellen. Ich versuche immer bestmöglich darauf zu antworten. Sie können auch Fragen zu meiner Strategie stellen, etc. Ich habe hier nichts zu verheimlichen. Genau, das ist meine Webseite. Einfach mal reingucken. Ich muss noch ein bisschen Werbung machen. 10. September, Webinar, sage ich schon. Nein, offline. Offline-Seminar hier in Pforzheim. Ganztagescoaching. Wenn Sie das Trading noch besser verstehen wollen, dann kommen Sie hier am 10. September in Pforzheim vorbei. Schreiben Sie mir eine E-Mail, Kontaktdaten ganz hier unten. Handynummer, WhatsApp, alles ist möglich. Facebook, Instagram, YouTube. Instagram, ganz wichtig. Ja, bitte gucken Sie hier, sehen Sie das super ausgearbeitete, wie sagt man Florian? Ich weiß es nicht. Die super ausgearbeitete Grafik, und Passt hier schon. eine tolle Priobahn. Oh, das ist super. Ich freue mich ja, dass ich wieder Kind sein darf, dank meines Kindes. Ja, also einfach mal reinschauen, hat man Kapital. Und ja, ich komme da noch vielleicht das ein oder andere Mal noch drauf zu sprechen. Wir gucken direkt mal rein. Beim DAX. Ich habe hier auch noch nebenher die Großwetterlage offen und ich habe nicht nur die Großwetterlage offen, ich habe auch noch ganz viele Einzelaktien dazu. Also wenn Sie da Interesse haben, Fragen haben zu irgendwelchen Einzelwerten, auch da versuche ich bestmöglich drauf einzugehen, weil ich ja diese, wie soll man sagen, den medialen Kassenschlager eigentlich immer irgendwie eine Art und Weise analysiert habe. Und wenn ich es nicht analysiert habe, dann können wir es ja zusammen analysieren. So, genau, wir haben ein Future-Konto. Das Future-Konto wurde, ich glaube, erst auch letzte Woche kapitalisiert mit 10.000 Euro. Da wurde schon ein bisschen getradet. Ich muss kurz reingucken, wann wurde da getradet? 27.8. Ja, also vor ein paar Tagen. Genau, da kam auch schon ganz gut Gewinn. Sie sehen es unten rechts. Genau, Einzahlung hier. So, wurde schon ein bisschen was gemacht, genau, schon ein bisschen Geld verdient.
Eigentlich sollten wir bei 10.000 Euro stehen. Jetzt stehen wir halt ein bisschen drüber. Ich bin immer noch nach der großen Suche nach dem Challenge-Gedanken, weil ich ja schon eine Challenge gemacht hatte. Und die hatte ich dann, da hatte ich das Konto ja mit 10.000 kapitalisiert und dann können Sie auch sogar verfolgen. Bei Instagram, da wurde jeder Tag wurde dokumentiert. Genau, das ist die CQG-App. Ja. Wir sehen halt jeden Handelstag einfach nur mit Gewinnen, Verlusten. Dann wurde da in, jetzt wollen wir ganz schnell zurück. Nein, sehen Sie, da bin ich noch am Joggen. Oh je, das wollen wir jetzt nicht sehen. Ja, ich muss mal kurz durchklicken. Nein, sehen, ach, einmal zu weit. Ist das ärgerlich. Und das Alpaka. 18 Handelstage in Klammer 19. 110, 115, 112%, dann wurde noch ein bisschen was abgehoben. Also um die 130% stand man da. Und das war eigentlich ja die Challenge, was kann man mit 10.000 Euro quasi erreichen? Und jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn und Zweck, ob man das Konto ein bisschen größer hier auch macht, damit es ein bisschen reizvoller ist und damit man davon auch ganz gut leben kann. Da bin ich mir noch nicht so ganz eins. Wer eine Idee hat, immer bitte. Ich bin da wirklich offen. Florian, hast du eine Idee? Boah, ich habe jetzt keine Idee. Dir fällt bestimmt schon was Nee, ein. das sind schon zu viele Informationen auf einmal auch. Okay. Nee, da müssen wir noch ein bisschen schauen. So, jetzt schauen wir auch mal, was der DAX macht, weil wir haben ja auch nur noch 8 Minuten. Ein bisschen getradet werden sollte ja auch noch. Ja. So, der DAX, wir müssen auf die Großwetterlage kurz eingehen. Es ist halt. Ja, es ist halt, wie es ist. Also, er kommt nicht richtig vom Fleck. Diese 16.000er-Marke ist schon wieder zum Greifen nah. Ich hätte ja gern, ich hoffe ja, dass wir bald mal wieder so eine Bewegung hier sehen. Also so eine Bewegung, die Spaß macht. Ich weiß es nicht, wann die kommt, ob die kommt. Keine Ahnung. Aber ich meine, solche Tage wie gestern, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das groß handelt. Ich versuche ja auch immer, deswegen heißt es ja auch DAX Trading für Vielbeschäftigte. Ich versuche ja immer schnellstmöglich Gewinne mitzunehmen und möglichst kurz im Markt unterwegs zu sein. Es gelingt natürlich nicht immer, das ist klar, aber das ist mir eigentlich lieber als den ganzen Tag im Markt zu verharren. Wir gucken jetzt mal in den Stundenchart rein. Hier haben wir ein schönes W gehabt. Dann, das ist eine Kurslücke. Ich weiß nicht, warum. Sehen Sie, wenn man halt öfters mal auf den Chart gucken würde, dann hätte man das hier wunderbar gesehen. Diese Linie, diese horizontale ist auch schon seit einiger Zeit drin. Die haben wir dann am 26. gehabt. Ja, und jetzt notieren wir halt eben über diesen Unterstützungsbereich. Ich habe es gestern auch noch mal irgendwo gelesen. Stauzone. Stauzone ist eigentlich auch ein guter Begriff. Mein Unterstützungsbereich ist ja so lang. Ja, also darüber notieren wir jetzt. Und wir notieren unter diesem Widerstand 15.940. Und da ich ja reine Charttechnik anwende im sehr kurzfristigen Bereich, wäre jetzt mein Wunschszenario, jetzt gehen wir mal in Einser, dass wir uns jetzt hier bei 15.940 den Kopf schlagen. Gucken wir uns das jetzt hier mal im Future an. Ich muss ehrlich sagen, ich analysiere nicht gerne mit MetaTrader. Ich finde das immer, naja, aber machen wir das. 15.930. Also hier, wo diese ganzen vielen Hügel aus sind, das geht dann hoch bis 15.000. 950, machen wir noch eine zweite dazu. So, das ist für mich ein ganz interessanter Bereich, wo man sagen könnte, wenn er hier reinkommt, dann könnte er wieder die Unterseite in Angriff nehmen oder er geht halt drüber raus. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal sehen, dass um Punkt 9 hier quasi eine schnelle Aufwärtsbewegung kommt. Und dass er da dann fallen gelassen wird und die Unterseite ansteuert. Oder aber, was natürlich auch möglich ist,
Er kommt hier rein, wir gehen Short, er holt den Stop-Loss und wir versuchen die Oberseite zu spielen. Ich handhabe das so, dass ich mit 1% am Risiko unterwegs bin. Das heißt, jetzt auf das Konto gerechnet werden bei 100, ja, 111 Euro, wollen wir nicht so genau sein. Also 100 Euro würde ich jetzt pro Trade riskieren. Und da sind wir dann im FDAX Mini unterwegs, weil da würde ich dann gern mit 20 Punkten Stop-Loss arbeiten. So, jetzt macht er auch schon so ein bisschen die Bewegung. Ja, tatsächlich. Wir haben noch 5 Minuten. Müssen wir mal gucken, wie weit denn das geht. Ja, also hier ein Short auf der Höhe wäre nicht so schlecht, wahrscheinlich. Seitdem hat jetzt natürlich dann große Stärke oder zeigt große Stärke, dass er jetzt dann halt direkt drüber schießt. Aber hier, also da ist es immer, ja, es ist halt nahe des Allzeithochs. Das ist halt das Ding aktuell beim DAX. So, das erstmal zur Strategie, wie wir das gerne anwenden würden. Ich sehe einen Kursziel hier unten, also der Unterstützungsbereich bei 15.800, der kann ja durchaus wieder angelaufen werden. Alternativ kommt dann halt die Oberseite, wie so oft. Ich weiß es ja nicht, wo der Kurs hingeht. Ich kann nur versuchen, irgendwie hier mir was abzuschneiden, aus dem Markt was rauszuholen. Und wenn es halt eben nicht funktioniert, dann haben wir ja einen Stop-Loss. Gibt es bislang irgendwelche Fragen? Offensichtlich bis hierhin alles unklar. Alle sind ganz gespannt, was macht der DAX um 9 Uhr. Ich frage jetzt mal in die Runde, sind ja genügend Leute da? Sind Sie, Meinungsumfrage, sind Sie zufrieden mit der aktuellen DAX-Bewegung? Vielleicht geht es ja nur mir so, dass ich das einfach hier nervig finde. Ich meine, ich habe gestern zum Beispiel gar nicht gehandelt. Weil das ist mir einfach, ist bei mir. Muss es knallen. Also am besten sowas hier. Sowas ist toll, wenn es mal richtig stark runtergeht, dann auch wieder hoch. Oder am besten geht es mal 3 Tage richtig abwärts. Sowas finde ich super. Wem geht es noch so? Nö, okay. Also, dann bin ich der Einzige, der aktuell nicht so zufrieden ist. So, 2 Minuten. Positionsgröße, Mini FDAX, ein Kontrakt werden wir dann handeln mit 20 Punkten Stop-Loss dementsprechend. So. Also Oberseite ist klar definiert. Müssen wir mal schauen, wie er gleich reagiert. Tatsächlich hätte man sogar schon vorbörslich einsteigen können. So, 9 Uhr.
War mal zu geizig. Mal gucken. Waren schon kurz drinnen. Okay. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in dem Bereich gewesen. Und jetzt sind wir auch am Markt und gucken mal, was wir jetzt hier, wie schnell das Stop-Loss eben ausgelöst wird oder ob der Trade läuft, anläuft. Die Volatilität zur Markteröffnung ist quasi wieder nicht vorhanden. So, Wirtschaftsdatenkalender. Auf irgendwas wird wahrscheinlich wieder gewartet, wie es oft. Ja, der Bereich geht ja jetzt auch relativ weit. Dementsprechend durchaus möglich, dass man hier nochmal nachfassen muss mit dem Short und einen zweiten noch eröffnen muss. Nämlich wieder kurz vorm Stop-Loss. Der Markt steigt weiter. Mal gucken. Ja, danke für die Erklärung. Ich handle nur Einzelaktien. Ja, also Einzelaktien handel ich auch, zumindest bedingt. Ja, aber im kurzfristigen Handel ist mir aber der DAX deutlich lieber, gerade zur Eröffnung, weil man da eben sehr schnell weiß, ob man richtig oder falsch liegt. Ja, das ist ein schwieriger Bereich. Wir haben dieses Hoch überschritten. Ebenso dieses Hoch. Da versucht er sich jetzt gerade dran. Und hier ist der nächste Bereich. Und der verursacht nämlich jetzt diese Probleme. Und da müssen sie sich halt entscheiden. Zeigt aber uns auch die gestrichelte Horizontale, die halt den Stop-Loss darstellt, zeigt uns natürlich auch, dass man hier quasi schon ja fast sicher sein muss, weil dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, dass man da noch mal rein muss, damit letztendlich dann das Stop-Loss hier oben liegen kann und außerhalb dieser ja, Gefahrenzone liegt. Aber das ist auch durchaus kalkuliert, hat aber natürlich auch den Hintergrund, da es kleiner als den Mini-DAX kann ich nicht. Also es gibt natürlich noch den Mikro-DAX, aber der ist ja schier derzeit nicht wirklich handelbar. Von daher muss ich, ja, brauche ich auf jeden Fall 20 Punkte Stop-Loss, um das einhalten zu können. Gehe dann aber fast schon das Risiko ein, eben immer ein zweites Mal mit dabei sein zu müssen, um dann eben 2 Punkte letztendlich zu riskieren. So, da sind wir auch schon raus. So schnell geht das. Und jetzt schauen wir mal. Ja, im Moment würde ich sagen, wir liegen falsch. Ja, im Moment sieht das richtig aus. Im Moment sieht das richtig aus. So, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen besser auch reinzukommen. Und wie gesagt, der Plan steht. Ja, und wenn nicht, haben wir halt 2% verloren. Ist ja nicht schlimm. So.
sind wir noch mal drin bei 56 Ausführungen bekommen. Und so, dann mal gucken, ob das auch so schnell geht. Wenn dieser Trade auch direkt in Stop-Loss fliegt, dann müssen wir schauen. Wir kommen jetzt halt hier eben genau auf die 76. Kommen wir da drauf. Ja, starke Eröffnung. Ja, gut. Also 30 Punkte nach oben. Finde ich jetzt tatsächlich keine starke Eröffnung. Da haben wir schon andere Dinge gesehen. Ja, wir sind jetzt hier quasi drin. Und wenn er hier drüber hinausgeht, dann okay. Dann nehmen wir da erstmal Abstand. So, jetzt erstmal ist das klassische Bild. Unabhängig davon, ob das jetzt hier klappt oder nicht, genau sowas möchte ich. Ich möchte gegen den Trend aggressiv reingehen, da wo immer jemand sagt, der geht doch voll nach oben. Da möchte ich mit rein. Da möchte ich hier schnell meine Gewinne sehen. Im Bestfall bauen die sich weiter aus. Und dann ziehe ich den Stop-Loss nach. Fertig. Ja, das ist meine Vorgehensweise. Ganz einfach. Immer gegen den Trend. Immer wenn jeder denkt, es kann nur in dieselbe Richtung nach oben gehen und jetzt ist hier der große Ausbruch. Dann geht es in der Regel, vor allem wenn man dann short unterwegs ist, dann bricht der Markt in der Regel am schnellsten weg und dann kommen am schnellsten die Gewinne. Ja. Das ist das, genau, das ist das Webinar für Vielbeschäftigte. Dementsprechend haben wir ja nach 7 Minuten zumindest unseren Verlust wieder drin. Deswegen für Vielbeschäftigte. Und wenn man das jetzt so macht und vorher nicht einkassiert hätte, und man macht das halt auch mal mit 2-3% Risiko, dann hat man jetzt nach 7 Minuten Feierabend. Ja, oder so wie ich das in dieser Challenge gemacht habe. Ich glaube, ich habe in diesen 16 Handelstagen insgesamt, weiß nicht, 4 Stunden getradet. Deswegen der Titel. So, und wir schauen, ich will ihn ein bisschen laufen lassen. Jetzt hier nicht direkt, weil wir da die paar Punkte vorne waren, sofort den beschneiden und den Stop-Loss ganz eng nachziehen. Denn ich halte immer noch an der Möglichkeit fest, dass wir hier einen größeren Rücklauf sehen auf die 15.800. Ob wir da mit dabei sind mit dem Stop-Loss, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Das aktuell war einfach nur der Rücklauf auf die Unterstützung. Die hält jetzt erstmal. Frage ist, wie lange. So, in der Zeit auch, wie gesagt, Fragen gerne von Ihnen. Ich habe vorhin ja gelesen, viele handeln nur Einzelaktien, gar nicht den Index. Können wir auch noch ein bisschen darauf eingehen. Ich habe ja ein paar Aktien noch mit dabei. Dann gucken im Bestfall, klar, macht er jetzt natürlich kein neues Hoch. Oder er macht neues Hoch und das stellt sich als Fehlausbruch heraus. Das wäre natürlich auch schön. So, arg viel gebe ich dem jetzt auch nicht. Also komplett, jetzt hier ein 1% Stop-Loss, den brauche ich nicht. Passt den SL wenigstens um 10 Punkte an. Da darf man dann nur 0,5 riskieren. Warum Future? Ja, warum ein börsengehandeltes Produkt beziehungsweise ein börsennotiertes? Ich brauche erstmal die große Liquidität, weil ich ja auch mit ganz anderen Positionsgrößen unterwegs bin und deswegen bin ich schon seit Jahren im Future zu Hause und handle nur den Future. Ja, normalerweise auch nur den Standardkontrakt, was wir jetzt aber hier, also kann man schon, aber ist bei einer Kontogröße von 11.000 Euro, ja, mit einem sehr engen Stop-Loss eben verbunden.
Also richtig runter will er auf jeden Fall nicht. Wir waren 100 Euro schon vorne. Wir hätten den Verlust vielleicht von vorhin ausgleichen können. Mache ich aber nicht, weil ich möchte viel mehr hinten raus haben. Ob ich es halt kriege, ist natürlich wieder die andere Frage. So, Florian, haben wir irgendwas, irgendwelche Fragen oder so? Weil sonst können wir jetzt hier gerade nur zuschauen. Nicht, dass ich wüsste, dass irgendwas fragentechnisches tatsächlich ist. Hat keiner Fragen an mich? Komisch. Dann mache ich ein bisschen Werbung. Also, wenn wir die Zeit haben. Ja, das ist also. Alles Kannst ihn nur anbieten. Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Einfach Fragen stellen. Ich antworte doch gerne. Sie merken es doch. Ich brenne darauf, Fragen zu bekommen. Dementsprechend, 10. September, Coaching bei mir hier im Büro in Pforzheim. Melden Sie sich an, melden Sie sich bei mir. Worum geht es hier überhaupt? Das geht hier den ganzen Tag. Und da machen wir super tolle Sachen, nur um Trading, und Sie kriegen. Ja, Sie wissen letztendlich, jemand so eine Grundanalyse erstellt, das werden Sie ja lernen, wie man das tradet. Wir finden Ihre Strategie und sitzen hier ganz nett beisammen, und Sie kriegen ganz viel mit. Sie kriegen auch noch ein tolles Skript und alles, alles, alles mit dazu. Und das wird einmal ein super Tag. So. Ja. Der DAX ist. Ja, wir können nur hoffen, dass die Sommermonate irgendwann, wir hatten ja keinen Sommer, aber dass irgendwann wieder die Volatilität in größerem Maß zurückkommt. Und dass wir hier mal wieder 2, 3, 4, 500 Punkte Bewegungen sehen. Dann macht das auch alles viel mehr Spaß. Dann könnte der Rücklauf. Bis zu welcher, eine Frage, vielen Dank. Bis zu welcher Marke nach unten könnte der Rücklauf laufen, passieren, kommen? Also 15.800 habe ich auf jeden Fall drin, dann drunter die 15.700, und wenn es sogar richtig gut läuft, 15.500. Wann, ob, wie? Ich meine, hier bei so einem Short mal dabei zu sein, das wäre natürlich super. Schöne 700 Punkte, ganz einfach verdient. Das hätten wir natürlich gern. Ob das so kommt, ja, das wissen wir natürlich nicht. Eh klar, da versuchen wir einfach nur das Bestmögliche. Ja. Rauszuholen. Aber das sind so mögliche Ziele und übergeordnet. Ich weiß, es ist unübersichtlich, wenn man das einmal so aufmacht. Aber ganz, ganz, ganz übergeordnet haben wir ja noch irgendwo die 14.700 offen und gar 14.000. Ob das so kommt, na, mal schauen. Es soll einfach nur nicht, ja, ich meine, das ist ja schon ein bisschen mehr Bewegung als das hier. Das war ja einfach nur zum Wegrennen. Also diese Bewegung hier, zumindest für mich. Bitteschön. Ja. Was beinhaltet, oh, eine super Frage, hätte ich schon fast selber stellen können. Was beinhaltet das Seminar? Also das Seminar beinhaltet wirklich alles. Sie dürfen mich da fragen, also so das, was Sie jetzt auch dürfen. Aber wir tun das zusammenarbeiten. Es geht natürlich auch um Ihren Kenntnisstand. Da wird immer eine bunte Truppe quasi aufgestellt. Sie können noch nie einen Chart gesehen haben, und wir kommen da super mit klar. Oder auch wenn Sie jetzt den Future-Handel noch gänzlich nicht kennen, wird Ihnen das nahegebracht. Also es ist nicht so, dass man jetzt quasi hier ständig alles wiederholt, dass die Leute da sitzen, Anfänger mit Profis, das auf keinen Fall. Aber ich achte immer darauf, dass zumindest dort die Teilnehmer sitzen, dass man da genug Schnittpunkte hat. Und so lernt man letztendlich auch ganz viel voneinander. Ja, Unterlagen und so weiter, das kriegen Sie auch. Und
Letztendlich werden sie in eiles Tempo dazu ausgebildet, selber zu handeln und auch da in der Szene aktiv sein zu können und das vielleicht auch mit, ja, mit ganz guten Möglichkeiten, dass man hier was realisieren kann. Wurde auch letztens mal gefragt, auch eine gute Frage. Weiß gar nicht. Kann man nach einem Seminar auch 130% machen? Ja, kann man. Es kann aber auch nach hinten gehen und man hat 100% Verlust. Also das ist natürlich so eine Performance-Zahl, nicht mit erheblichem Risiko einhergeht, das ist ja jedem klar. In dem Fall war es, glaube ich, nur 7% Drawdown, also es lief echt gut. Da hatte ich wirklich einen Lauf, aber logisch, Sie wissen es selbst, ich kann natürlich nicht 50% Rendite erwarten mit 0,5% Risiko. Also es kann schon mal klappen, es klappt aber eher selten. Muss mich ausklingen wegen der Arbeit. Ja, schönen Dank, dass Sie mit dabei waren. Es ist auch echt, Florian, ich weiß nicht, ich habe gedacht, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben. Mit Nelson war das auch schon letztens so ein Trauerspiel, nicht hinsichtlich der Moderation, sondern der DAX-Bewegung. Es ist, also so, wir haben 9 Uhr. Ja, also wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von Relativ 12. seitlich, ne? Ist jetzt nicht wirklich die Ah, großen nee. Ausschläge dabei. 3, 4, 5 Punkte hoch, runter, das ist ja nichts. Ich sage es in letzter Zeit auch oft, also wenn solche Eröffnungen früher häufig gekommen wären, als ich angefangen habe mit dem Trading, ich hätte ja gar nicht erst angefangen. Das ist ja nervig. Und ich war noch irgendwo dabei, wo der DAX bei 4.000 notierte. Das ist ja schlimm. Aber wir müssen das Beste draus machen. Da kann man leider nur sich jetzt ein bisschen langweilen, in der Hinsicht Pulver trocken halten und vielleicht passiert dann doch irgendwas Größeres. Wir mal schnell hier schauen. Habe ich irgendwas im Wirtschaftskalender vergessen, was jetzt irgendwie gleich kommt, oder? Verbraucherpreisindex um 11, wird das jetzt der Gamechanger? 14,30 ist quasi nichts. Bruttoinlandsprodukt Kanada, ja, okay. 15 Uhr noch ein paar Daten aus Amerika, aber jetzt auch nichts. Nee. Das ist nicht so toll. Nee, sehe ich jetzt nichts Großes. Was haben wir morgen alles? Ist ja gut, das ist jetzt natürlich auch noch Monatsende. Ja, vielleicht ist es ja auch so gewünscht, dass so ein Schlusskurs bei der 16.000er-Marke irgendwie kommen soll. Man weiß es ja nicht. Also, es hilft nichts. Wir können jetzt hier natürlich lauter Trades machen mit 2, 3 Punkten Stop-Loss und hier uns das um die Ohren hauen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber schwierig. Und glaubst du denn, dass mal wieder ein Ja. bisschen mehr Volatilität reinkommt? Wenn so zeitlich siehst, so Sommer ist ja immer ein bisschen weniger. Ja, also ich habe auf jeden Fall eins gelernt. Im Dezember mache ich nie wieder was. Weil das ist echt wirklich der absolute Super-GAU gewesen. Im Dezember fasse ich gar nichts mehr an. Und jetzt im Sommer, also ich habe es eigentlich letztes Jahr nicht so schlimm empfunden, den Sommer. Florian, hast du das? War das bei dir? Gucken wir jetzt gerade mal rein. Wenn wir jetzt hier im August sind, letzten Jahres. Ja, also gut, hier im September sieht man dann wieder, okay, da kommt mal wieder eine schöne Kerze. Ja, also Sommer, Sommer ist an sich immer das so, ist, ja. kann ich jetzt nur so aus Erfahrung so ein bisschen sagen, was so das Geschäft bei uns angeht. Ja. Sommer ist immer relativ weniger Bewegung, ne, weniger Volatilität und dann hin zum Herbst, Anfang hin,
kommt dann wieder ein bisschen Aha. mehr rein, ne? Ja, also der August hier war quasi auch ähnlich, aber hier auch so ein Absacker und dann August relativ viel seitwärts, selbst in den September rein und ab September, Ende September, hier kommt Spaß. Da Oktober, das ist schön, November, hier Dezember, genau, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, Dezember habe ich echt keine Lust mehr. Hier ist dann wieder viel los. Gut, das ist dann aber auch so kurz vor Heiligabend, wo du dir auch denkst, ey, musst du dich jetzt hier noch zerreißen? Da kam mir dann auch noch mal richtig was rein. Und Anfang Januar kann man eh vergessen. Aber ja, es ist so, wie es ist. Guck mal noch das letzte Jahr an. Ja, oh Gott, also. Das nächste Mal August komplett Urlaub. Ebenso August 19. Das hier, oh, da war ich ja leider auch drin. Das ist, wie soll man es, die Himmelstreppe des Grauens. 6, 7, 8 Tage nur rauf. Oh, das war auch ganz schlimm, ganz schlimm. Aber die Bären, die finden ja dann doch immer einen Weg. Ja, es ist zwar dann anstrengend, aber wenn sie es dann mal haben, dann richtig. So, ich sehe, er läuft. Er wäre schon fast unten rausgekippt. Das kann er natürlich überhaupt nicht ertragen. Deswegen schnell wieder nach oben. Vielleicht ist Silber oder Kupfer mehr volatil, ja. Aber ich trade keine Rohstoffe mehr und keine Edelmetalle. Von daher, ich bin da nicht so, ich mache fast zu 95% nur den DAX und dann ist auch gut. Dann gucken, ich habe natürlich noch so ein paar Einzelaktien auch. Ja, jetzt gucken wir einfach mal in die Einzelaktien rein, weil er ist ja, irgendjemand schreit bitte im Chat, wenn eine Bewegung größer als 5 Punkte kommt. Wo ist denn jetzt hier mein? Okay, nur kurz aktualisieren. Jetzt. Ja, ist auch das Thema. Genau, das ist auch DAX ist auch das Thema. Da war ja was. Also, kommen wir mal kurz zu CureVac. Hat jetzt keiner gefragt, aber ich weiß, dass CureVac eigentlich zumindest von den Aufrufen her immer ganz gut kommt. Also, CureVac. Wer erinnert sich denn an CureVac beispielsweise? Da ist ja irgendwas, Sie wissen, oder ich habe schon eingangs schon erwähnt, fundamental interessiert mich überhaupt nicht. Fundamental ist aber CureVac ja irgendwas mit der Studie nicht ganz so optimal gelaufen. Und hier haben wir einen Aufwärtstrend gehabt. CureVac ist dann da rausgeschlichen und tatsächlich bin ich dann hier auch ausgestiegen. Also ich auch, war auch long investiert in CureVac und dann kam dieser krasse Absacker, Wirecard-ähnliche Struktur. CureVac ist auf jeden Fall ein Wert, mit dem man tradingmäßig recht viel Spaß haben kann. Was haben wir noch? Ich bin gestern erst mit meinem Wiki in ein paar Trades reingegangen. Ich glaube, die habe ich sogar extra benannt. Mal schauen. Genau. Ich bin mit meinem Wikifolio in Deutsche Bank eingestiegen. In der Hoffnung, dass wir hier die 10er-Marke, dass die hält. Bei Boss, ähnliches Szenario. Wir sind jetzt hier gerade bei diversen AMC. Oh je. Ja. AMC Entertainments, da war ich auch mal investiert. Bei Boss, ähnliche Struktur, auch Unterstützungsbereich und Siemens Energy. Siemens Energy hat ja auch einen wahnsinnigen, ja, wahnsinnige Aufwärtsbewegung hingelegt. Alle Aufwärtsziele mal abgeholt und jetzt aktuell wieder, ja, gute Möglichkeit, dass wir hier weiteres Aufwärtspotenzial sehen. Und
Ich sage gerade hier, bei AMC geht was, ja. AMC geht was, wo bin ich? AMC drin? Irgendwo hier ist es da. Ja, bei AMC geht was. Ja, kann man sogar technisch einigermaßen analysieren. Also ist das nicht so schlimm, wie ich dachte. Sag mal, welcher Wert fand ich denn so schlimm? Ich glaube, das war, nee, nicht Wirecard, sondern was Windeln.de. Wo ist denn Windeln.de? Da. Ja, also das ist halt, das brauche ich jetzt nicht unbedingt von der Analyse her. Das ist mir ein bisschen zu hardcore. Wobei auch hier, dieser Widerstandsbereich hier kommt einem schon verdächtig vor, dass der Kurs hier dreht. Aber wir wollen beim Titel bleiben. DAX, oh, wieso hat denn keiner von Ihnen geschrien? Wir sind ja sogar schon mal, wir sind ja 150 Euro im Gewinn. Da muss doch jemand von Ihnen mal sagen. Ich habe mir Sollen gedacht, wir ich lasse sicher dich einfach mal. mal erzählen. Okay, in der Hoffnung, dass ich dann ja später aufwache und sehe, der Trade ist richtig weit vorne. Also, wir haben jetzt den Stop-Loss angepasst auf plus 1. Dementsprechend würden wir jetzt beim Verlust oder wenn der Rücklauf natürlich so wie jetzt kommt, dann wird man nur mit 5 Euro Gewinn rausfliegen. Und dementsprechend wird es dann bei diesem rund 100 Euro Verlust bleiben. Ich traue ihm ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt selber privat investiert wäre, hätte ich jetzt hier in dem Bereich den Trade abgewürgt, weil ich ihm tatsächlich nicht viel auf der Unterseite zutraue, aufgrund dieser sehr schleppenden Bewegung. Aber wir versuchen jetzt hier das Beste rauszuholen und wer weiß, das eine ist ja das mein Gefühl, das andere ist ja die technische Analyse und wir sind ja in dem Short-Bereich nach wie vor drin. Von daher hat sich da nichts geändert. Aber aufgrund meiner Erfahrung fühle ich mich nicht mehr so wohl in diesem Short-Trade, nachdem ich diese Eröffnung mit Ihnen live anschauen durfte. Der Widerstand ist hier schon, ja, ausgeprägt stark, aber wenn diese Volatilität weiterhin zu gering bleibt, dann ist er halt auch nicht allzu viel wert. Also privat wäre ich hier raus, wir bleiben jetzt aber dabei und wer weiß, vielleicht kriegen wir doch hier ein bisschen mehr Bewegung rein und dieses Nachttief wird angehandelt. Mal schauen. So, Florian, ich würde hier mal 2 Minuten allein lassen. Ich hole mir mal schön einen Kaffee. Ist das okay? Mach ruhig, alles gut. Gut. Dann beobachte ich zusammen mit den Teilnehmern mal, wie der DAX sich jetzt noch bewegt, die nächsten paar Minuten. Scheint ja gerade wieder relativ zurückzugehen. Ich bin gespannt. Vielleicht stelle ich einfach mal eine Frage in die Runde. Was handeln Sie denn aktuell? Handeln Sie auch Futures oder handeln Sie eventuell den DAX als CFD? Wie sieht das da aus bei Ihnen? Ist ja tatsächlich doch ein großer Unterschied eigentlich, was die zwei Produkte angeht.
Okay, Forex. CFD. Okay. Na, es gibt viele Produkte, ne, die man handeln kann an der Stelle. Gerade DAX, Mini-CFD, normales CFD, Micro-Future, der DAX Mini-Future, der große DAX-Future. Also da ist auf jeden Fall eine große Auswahl gegeben. Muss man halt mit seinem Risiko und Money Management irgendwie vereinbaren können. Naja, meist Optionen und Aktien. Ja. So, ich bin wieder da. Ja, Genau alles gut. richtig zum Ausstoppen. Habe gerade ein bisschen mit den Teilnehmern über DAX-Produkte gesprochen, über Future oder ob CFD oder was sie da alles handeln. Ja, habt ihr da was im Angebot, Florian? Also tatsächlich, manche handeln CFD oder auch Optionen. Zum Beispiel kann man ja auch auf den DAX machen. Also da ist ja wirklich, was den DAX angeht, eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man hat, ne? Ja, absolut. Absolut. Weiß gar nicht, wie lange wollten wir heute machen? Offiziell Viertel vor 10? Genau, eine Stunde ist immer so offiziell angesetzt. Okay. Ach, wir sind noch dabei. Ich muss sagen, für die Bewegung bin ich auch, glaube ich, tatsächlich zufrieden, so blöd sich das anhört. Aber der Short Trade, der war auf jeden Fall gut. Nur eben das Problem, was ich ja vorhin angesprochen hatte, beziehungsweise ich habe ihm ja nicht viel zugetraut auf der Unterseite und letztendlich hat sich das ja bestätigt. Ja, aber das eine ist, ne, wie gesagt, Gefühl. Und das andere ist natürlich, was wir dann halt draus machen. Haben Sie sonst noch Fragen? Jetzt geht aber gut hoch, ne? Oh, jetzt, oh, ein Glück haben wir uns da bloß. Jetzt kommt er. Okay. Ja, wo soll der Take Profit liegen, war die Frage. Okay, das hat sich jetzt eh quasi erübrigt. Aber den Take Profit, den lege ich, ja, bis auf da, wo ich es quasi händisch dann in meiner Situation zugemacht hätte, lege ich den auf, ja, was heißt auf Extremniveaus, aber ich versuche eigentlich durch Anpassung des Stop-Loss mich rausschmeißen zu lassen. Weil, wie ich es ja vorhin gesagt habe, keiner weiß von uns natürlich, wo kommt er zum Stehen, wie weit läuft er, etc. Dementsprechend versuche ich den SL immer weiter anzupassen und dann den Markt zu entscheiden, wo er mich rausschmeißt. Genau.
Und ja, jetzt hat er es gemacht, jetzt hat er uns hier rausgeschmissen. Wir gucken mal kurz rein. Ja, 5 € sind übrig geblieben. Ja, das ist halt auch, ja, Future. Wir haben genug Volumen, dementsprechend haben wir auch, ja, super Ausführungen bekommen. Wir haben jetzt also 95 € heute verballert. Und gucken wir einfach hier in den Chart nochmal rein. Hat sich was geändert? Nee. Dürfte sich ja jetzt nicht spontan geändert haben. Ja. Wir nagen jetzt hier an diesem Hoch bei den 970, 75, 80 hier. Achtung. Und dann sind wir schon ganz nah am Allzeithoch vom DAX. Unglaublich. Aber so ist das. Keine Ahnung, ob wir das heute quasi rausnimmt. Wir haben Dienstag. Dienstag. Ja, also schwierig. Ich kann mich da überhaupt nicht festlegen. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt hier rein. Mindestsoll von diesem Widerstandsbereich hat er also abgeholt. Wir können jetzt hier natürlich nochmal Short gehen mit dem Stop-Loss nahe des Allzeithochs, dann sogar nochmal einen drauf beim Allzeithoch, den Stop-Loss und dann schauen, ob er da wirklich ausbricht. Da hätten wir jetzt hier nochmal in Summe 2-3% riskiert mit einem doch durchaus guten Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir unten die, oder ich halt die 15.800 noch offen habe und noch weiter unten die 15.500. Aber mit der Bewegungsstärke aktuell schwierig, schwierig, schwierig. Wir verfolgen das mal noch ein paar Minuten. Vielleicht kriegen wir hier oben noch was. Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das hier unten, das war einfach der Wendepunkt und auch diese starke Gegenbewegung direkt mit der Kerze. Das hat ihm dann gereicht. Von der Tendenz. Nee, ich kann es wirklich nicht. Das ist quasi schon schier ein Ratespiel. Also ich habe mich schon fast ein bisschen auf, hätte mich jetzt schon fast auf Long hinreißen lassen, wenn er jetzt hier weiterhin über dieses Hoch ausbricht. Aber ist mir dann einfach zu unklar. Ja, von daher, also wenn wir jetzt sonst nichts groß haben, ich würde jetzt in den 4, 5 Minuten wohl auch keinen Trade mehr machen. Ist einfach derzeit zu ruhig, dass man sagen kann, man hat jetzt hier richtig Spaß bei den Bewegungen. Wir haben hier immer mal wieder ein bisschen mehr drin gehabt. Zur Eröffnung, wenn man sich die 9 Uhr anguckt. Ja, auch das war ja von der Oberseite, war ja schon 50 Punkte. Im Optimalfall hätte man hier von der Eröffnung an holen können. Ja, ich habe es nicht hingekriegt. Wie so oft mit meinem gegen den Trendverhalten, dass ich da nicht die großen Punktestrecken mitnehme, vor allem wenn dann natürlich keine richtige gegen den Trendbewegung anspringt. Und hier, jetzt kommt er doch noch auf der Oberseite. Also Short möchte ich da jetzt gerade nicht rein. Und Long ist mir derzeit auch zu teuer. Ja, passt schon, nichts zu zwingen. Genau, ich meine, warten auf das rechte Setup, absolut. Dann wäre hier auch kein Spielgeld, sondern es sind echte 11.000 Euro,
Muss man jetzt hier auch natürlich nichts übers Knie brechen. Hauptsache, dass man jetzt hier einen Trade nach dem anderen gefeuert hat und Gebühren bezahlt. Muss ja nicht sein. Genau. Also, wenn Sie sonst nichts haben oder Florian? Ich hab nix. Alles gut. Du hast nichts. Okay. Dann, ja, verfolgen Sie mich. Also jetzt nicht ganz so. Nicht mit vor die Tür auflauern, aber schauen Sie bei meinen Seiten vorbei. Hartmann Kapital, hartmann-kapital.de. 10. September, Webinar, Seminar. Also mit dem Corona sage ich irgendwie immer nur noch Webinar. Seminar nehme ich schon gar nicht mehr in den Mund. Seminar, melden Sie sich bei mir. Wir sind, ich glaube, wann ist denn der nächste Termin? Ist auch gar nicht mehr so weit hin. Er ist auf jeden Fall im September. Webinartechnisch 21. September. 21. September, seien Sie wieder mit dabei, verspricht auch weil wir dann fortgeschritten im Herbst sind, verspricht das auch schon mal mehr Bewegung. Dann freue ich mich, wenn Sie mit reingucken. Schon mal vielen lieben Dank, Florian, vielen Dank fürs Moderieren und ja, an alle fürs Dabeisein. Dankeschön. Super, danke dir, Thomas. Dann sage ich auch nochmal vielen Dank fürs Dabeisein an alle Teilnehmer, auch im Namen von FX Flat. Herzliches Dankeschön. Und ich hoffe natürlich, wir sehen Sie alle wieder beim nächsten Termin am 21. Und bis dahin würde ich sagen, passen Sie alle auf Ihre Positionen auf, auch du, Thomas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.